Mahlzeit. Oh, bitte nicht. Okay, kurz ausruhen können wir uns. Ich würde es sogar mal nutzen. Ich nutze das eigentlich selten, aber ich... Da, kann man machen. Sollte man tun. Ausgestellt. Und er hat das nicht ausgestellt? Okay. Er war sich in der Sache anscheinend sehr sicher, dass wir da nicht durchkommen. Das war nicht so clever. Die kenne ich! Warum bist du da drin? Ja. Na, war ja klar. Ihr seid so gütig. Dank eurer Mitarbeit habe ich wertvolle Kampfdaten gewonnen. Oh nein. Du hast echt die Ruhe weg, Mann. Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Eris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oh doch, habt ihr. Sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein. Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold. Unsere Ansichten divergieren wohl. Alles klar. Mal voll. Komm, gehen wir direkt mal rein hier. Alter. Schild doch mal. Er lässt das Safe die Becken noch oft an. Die halten nichts aus. Kriegst du nicht. Komm schon, Cloud. Jetzt einmal bitte Feuer. Jetzt öffnet er die Tanks. Nächste Runde. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Oh wow, ist das fies. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Aufmachen, rausholen und weg da. Elf, jetzt! Lauf! Ja, auf euch lassen! Ja. Natürlich. Eris. Jetzt kommt er raus. Tiefer. Oh oh. Star Wars, The Fallen Order. Jetzt geht's rund. Okay. Wir reden später. Bis Star Wars auch mit dabei. Cool. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Oh, Freiflug. Oder ist er weggegangen?
Oh, weg! Oh, ich wollte wegrollen. Vom Limit Break. Das macht kaum Schaden. Komm, und... Oh, das macht ja einen Schaden. Wo kommt der her? Oh, aua. Ach, nicht nah genug dran. Was? Die haben Rollerskates unten dran. What? Ciao. Aeris, alles okay? Ja, danke. Bin ich froh. Verschwinden wir. Bevor noch mehr auftauchen. Nee, der ist nett. Der ist nett, der ist nett, der ist nett. Was war denn das bitte? Los. Aeris! Was jetzt? Na los, hinterher. Ihr nach. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Oh, Schwein gehabt. Nein, der ist lieb, der ist lieb, der ist lieb. Ganz ruhig. Der ist lieb. Was ist das, Süßer? Bist du Streit? Warte. Nein, alles gut. Wer wird hör auf? Das für ein Viech. Sei mal ein bisschen netter. Interessante Frage. Ja. Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. No. Schön. 13. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Na komm. Er ist in Con. So ein Mist. Was nun? Cloud, mach kein Mist jetzt. Was ist los? Was? Genova. Die haben die noch hier? Oh ne, die haben da glaube ich Zellen entnommen. Kenn ich die Gefecht, glaube ich Zellen waren es. Ist der jetzt dort? Boah, die Musik ist so gut. Mutter, ich bin gekommen. Mutter,
Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Sephiroth. Mutter, Sie sind wieder hier. Und Genova wird von allen, die die Zellen haben, Mutter genannt. Die ist hier, die Hand. Cloud! Jetzt hocken die alle hier. Wenn du deine Wunden versorgst. Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Cloud. Na endlich, du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. No. Das hat Aerith alles gemalt? Trophäe ohne Termin. Was ist schon traurig, dass ein Kind überhaupt so aufwächst. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Hat sie nämlich mal an alles gemalt, Stück für Stück. Das ist cool hier. Ich hab dich bis hierher getragen. Oh. Okay. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Es ist Cloud. Der kann nicht schlafen. Muss immer auf Achse sein. Metallstab. Okay, warte mal. Ausrüstung. Barrett erstmal. Macht mehr magischen Angriff, macht aber die MP allgemein runter. Und den physischen Schaden. Du, ich würde die Waffe halt echt lassen. Elf ist natürlich jetzt auch wieder mit von der Partie. Ja, der Metallstab ist nicht verkehrt. Ja, dann würde ich den nehmen. Da geht zwar
LP ein bisschen alles runter, aber... Leute, wieso habe ich das jetzt hier rausgenommen? Ach, ich dachte, das ist alles der Stab. Warte. Autovita. Frost können wir reinpacken. Toxin. Weiß nicht, ob ich das drin haben will. Haben wir noch irgendwas Brauchbares hier unten? Vision. Okay, das klingt gut. Doch irgendwas für einen Angriff, oder? Zerstörung. Ah, das hier. Gut. Haben wir es mal kurz ein bisschen ausgerüstet. Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. No. Aeris. Es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut. Ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Mhm. Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja, also, ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra, wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Aeris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Also sie weiß was, aber sie weiß nicht, wie sie es deuten soll. Nein, es wäre dein Land, Aeris. Selbst wenn das Marco da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen. Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Aeris hier rausbringen, klar? Und was macht ihr? Ich hab noch ein Hühnchen. Oh nein, oh nein, komm, nein, mach, kein, mach jetzt keinen Miesen. Barret, es ist nicht, wie du denkst. Die weiß, wer da, was das ist, oder? Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Was sind das? Nee, tun sie nicht. Das sind Mäuren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Okay. Sie suchen die Heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Was für ein Schicksal? Wie meinst du das? Schicksal? Was ist das Schicksal des Planeten? Des Planeten, von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Wenn man das aufhalten kann? Diese scheiß Mäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Ist das dumm, wenn man es aufhalten kann und es verhindern kann? Langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Ach komm. Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Hey, jetzt hör aber auf. Ich bin kein Hund. Als Aeris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wir müssen das trotzdem irgendwie aufhalten können. Wisst ihr? Aeris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Und wer dann? Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt.
Wer ist der Feind? Was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Moiren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Warum tun die das aber? Das macht doch keinen Sinn. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Schon wieder weg. Was kommt jetzt? Zeigen uns die Moiren jetzt was oder ist es wieder Shinra? Ah, ist wieder, ja, ist er. Endlich hab ich euch gefunden. Hey, was? Nein! Habt ihr mich vermisst? Nein, aber wie schön. Du hier? Und die anderen zwei? Bitte sag ihr, bitte sag ihr euer Leben, bitte. Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? Was? Explosion? Anomale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Die wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Oh. Ihr wart leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Mist. Alle Mitarbeiter sind umgehend evakuiert. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch. Die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Okay. Okay, das ist ein Plan. Immer noch Schmerzen, Wedge. Fragen können. War nur ein bisschen schwierig. Also komm, das war schwierig. Wie soll ich dich fragen? Dann mal go, go. Das erste, was ich gesehen habe, dass wir durch eine riesengroße offene Fläche müssen. Gleich. Da kommt safe ein Kampf. Wieso rennen die alle und ich kann nicht rennen? Cloud, renn doch mal. Nicht nur joggen, renn. Oh, warte. Okay, da ist ihr Zimmer gewesen. Interessant. Alter, wieso geht das so schnell? Ha! Ach, das ist da der Raum wieder. Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mist noch riechen. Wo lang? Nee. Hier hinten. Nee, hä? Wo? Ach, da! Lol. Ah, wir sind wieder hier in dem Raum. Jetzt checke ich das erst. Okay, ja, macht Sinn. Okay, rein da. Rein da, rein da, rein da. Das ist so ein billiger Fahrstuhl. Die könnten einfach kurz Knopf drücken und das wäre vorbei. Das ist so risky eigentlich. Was ist denn hier passiert? Die Behälter. Sie sind oh oh. Mir schwant nichts Gutes. Das wird jetzt gleich ein bisschen witzig. Das geht nicht. Na, mit Muskelkraft. Na komm, Babbitt, na komm, du bist so stark. Komm. Oh oh. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh nicht gut. Oh. Nein, dreh dich um, bitte! Umdrehen! Oh, da kommt was! Oh, nicht die schon wieder! Die haben das wohl angerichtet. Ja, haben sie. Überlass die mir! Okay, die machen wir weg. Ah, gut, die halten nicht viel aus. Easy. Oh, was zum. Die können Strom erzeugen? Oh, easy, die sind so gut wie One-Hit, nice. Es ist vorbei. Justin, hi. Hallo. Na komm schon, ihr zwei. Drücken.
ja, übertreib halt, lass dir doch diesen Stahlträger. Gib mir 5. Ha, 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 witzig, Barrett, witzig. Oh! Das war heiß! Es war Karma. Das war Karma. Okay. Ob wir jetzt gleich Genova sehen? Oh, das wäre krass. Moment. Ja, okay, gut. Ich musste erstmal gucken, jetzt hier irgendwas ist. Tifa, zur Seite. Justin, wenn ich Lust drauf habe. Wenn ich wieder Lust drauf habe. Ich habe kurz überlegt, ob ich heute vielleicht davon was aufnehme. Ich weiß noch nicht, vielleicht. Oh. Los. Bin mir noch unschlüssig. Hä? Oh nein. Schwarze Feder? Oh oh, kritisch. Kritisch, ganz kritisch. Hallo? Hallo? Hojos Labor. Was sind wir hier? Im Hauptlabor. In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Schade. Lasst uns schnell rauf aufs Dach. Da ist Genova. Nein. Okay. Cloud. Was ist das? Keinen Rückfall kriegen jetzt. Genova. Bitte nicht materialisieren. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Man sieht auch, dass die viel größer ist, Genova. Ihr seid nur Menschen ähnlich. Das ist kein Mensch. Ich hasse sie alle. Cloud? Oh, jetzt hat's auch... Nein, nicht gut. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sehen die jetzt alle? Bitte nicht alle. Die sehen ihn alle. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Bist das wirklich du? Nicht gut, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Sei bitte nur eine Illusion, sei bitte nur eine Illusion. Oh, die 2-Meter-Katana ist so gut, ist so gut. Oh mein Gott, er ist es wirklich. Justin, auf dem Server war ich auch am Anfang. Den kenne ich. Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Wo sind die anderen? Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Oh, bis runter. Wo sind jetzt die anderen? Oh, Mist. Justin, das ist Sephiroth gewesen. Einer der tollsten Bösewichte überhaupt, wie ich finde. Also mein Lieblingsbösewicht, muss ich sagen. Was ist da? Ist das nicht die Soldatenerschaffung? Nein, was ist das? Ein Soldaten werden eigentlich anders erschaffen.
Versuchsbehälter, ja. Okay, okay, okay. Einmal drüber gehüpft, ja klar. Sehe ich auch so. Oh nein, ich will hier nicht durchlaufen. Oh nein. Na, ob ich in irgendeine Kapsel reingucken kann? Nee. Keine große Sache. Hier ist eine Sackgasse. Da ist auch nichts. Okay, da lang. Welche Statue meinst du denn? Ich weiß gerade nicht, wen du meinst, Justin. Oh nein. Alleine gegen zwei von denen. Ich helf dir. Oh, sehr danke. Schön. Red 13 schließt sich deiner Gruppe als Gast an. Das heißt, er kämpft an deiner Seite, lässt sich aber nicht von dir kontrollieren. Da sich seine Ausrüstung nicht ändern lässt, erscheint er auch nicht im Hauptmenü. Alles klar. Easy. Nice move. Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Er war echt da, oh Gott. Oh, das ist so ungut. Das ist so ungut auf meinem Level. Hey, jetzt hätte ich voll Bock auf Crisis Core. Oh, das ist so gut. Die ihn gefunden haben? Was ist? Wird an einer Wand das Symbol angezeigt, kann Red an dieser Stelle mit Langklettern und so weit entfernte Bereiche erreichen. Okay. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Hm. Das müsste sich arrangieren lassen. Dann hüpfen wir rüber. Meinst du Genova? Bist du sicher? Ja. Easy. Mach mal auf, bitte. Ja, komm, und draufhauen. Dann hüpf mal rüber. Ich rechne damit, dass eins von den Dingern aufbricht, wenn ich ehrlich bin. Oh, hier gibt's einen kleinen Laden. Das ist random hier drinne steht. Oh, es gibt Rabatte. Oh ja, Megatränke kaufe ich zurzeit ein paar. Also jetzt, wo ich Sephiroth gesehen habe, will ich Tränke kaufen. Ich traue der Sache nicht. Nee, bei mir ist blauer Himmel, um ehrlich zu sein, mit ein paar Wölkchen. Ich hätte aber gerne Regen. Gewitter. Oh, Regen, Gewitter wäre schön. Dieser Laden ist das Reiz der Gruselkabine. Oh.